Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Dirim. Jetzt geht's los mit der hundertsten Folge von den Fußballmanager 18. Ja, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, ne? 100 Folgen sind wir bereits schon in Schwerin. Ja, coole Sache. Ja, bevor wir so richtig loslegen, möchte ich mich erstmal bei euch recht herzlich bedanken, ja, dass ihr mir die letzten 99 Folgen, ja, unterstützt habt, ja, indem ihr zugeschaut habt, mir Kommentare hingelassen habt und, ja, mir Tipps und Tricks, ja, zur Verfügung stellt. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, was habe ich heute vor mit euch? Ich möchte ein bisschen in die Vergangenheit gucken, ich möchte ein bisschen in die Zukunft gucken. Und heute gibt es eine XXL-Folge. Was heißt das? Wir werden heute zwei, statt ein Spiel, gucken wir uns zwei Spiele an. Einmal gegen Wunsdorf und einmal gegen Lübeck, ja. So, ich möchte gerne einmal in die Vergangenheit gucken. Sprich, wir haben ja etliche Spieler verkauft, beziehungsweise entlassen, Verträge ablaufen lassen. Ja, da möchte ich gerne mal gucken, was mit denen passiert ist. Da habe ich mir alle Leute schon zusammengesucht. Ich hoffe, ich habe niemand vergessen. Wenn doch, dann schreibt mir das mal bei den Kommentaren. Ich habe alle im Blickfeld reingeschmissen. So, wir fangen mal irgendwo an. Mal gucken, wie gut sie sind, wie die gespielt haben die letzten Male. Ja, Tim Schmal, ja, den haben wir recht früh entlassen. Ja. Ich war mit ihnen nicht zufrieden. Ja, 50, aber für 50, ne, ist er gar nicht so schlecht. Warum bist du jetzt auf 800? Keine Ahnung. Ja, bei Hilden spielt er, okay. 22 Spiele, 0 Tore. Ja. Ja, warum nicht? Gut, nächste Spiele. Steve Maas, genau. Den haben wir auch rechts früh entlassen. Ja. Aber in Kirchansch, ja, hat er schon 31 Spiele gemacht. Ja. 45? Auch gar nicht schlecht. 19 Spiele. Eine Vorlage. Oh, einmal Spieler des Tages. Können wir bei Alt Tim Owens auch nochmal angucken. 5 gelbe. Okay. Ja, dann haben wir Artem Zygankov. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Jo, 45 ist er. Na, okay. 3 Tore bereits geschossen in dieser Saison. 2 Vorlagen. Wann haben wir ihn eigentlich entlassen? Auch am 1.8. Okay. Ja. Studie, ja, Studie. Sag mir auch noch was. Ja, ist jetzt ein blau-weiß Friesdorf. Eine zweite sogar. Eine zweite Mannschaft. Ja, wärst du doch lieber bei uns geblieben, wa? Aber 44? Ja, könnte besser sein, ne? Beetle. Ja, gleiche. Auch früh entlassen. Ist jetzt in Trier. Es müsste eine Oberliga sein, ne? Richtig? Oberliga Rheinland-Pfalz. Genau. Oh, 48. Der könnte eigentlich gut bei uns weitermachen. Gucken wir uns mal an. 22 Spiele, ein Tor, 2 Vorlagen, 2 gelbe Karten. Ja, nicht schlecht. Bohmann. Jo, 49. Der hat sich ja stark verbessert. Friesdorf. Ja, guck mal. Ja. 49. Auch nicht schlecht. Was hast du Schönes gemacht? 8 Vorlagen. Ein Tor, 27 Spiele. Okay. Ja, nicht schlecht. Loi haben wir da. Loi, den haben wir auch recht früh entlassen. Ja, ein Jahr hat er bei uns gespielt. Ja, 5 Spiele. Ja, nicht schlecht, nicht? 15 Spiele meinte ich diese Saison. Ja. Ja, und Henschke. Den haben wir vor kurzem erst entlassen. Ja, für 20.000. Hm.
dafür ein Spiel, 0 Tore. Ja. Doch ein bisschen anders, ne? Na gut, aber 50 Sturm, ja. Ja. Ja, ist in Ordnung. Reuter, den haben wir auch recht früh. Ja, ein halbes Jahr spielen lassen bei uns. Gucken wir uns mal da an. 10 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen aktuell in dieser Saison. Ja. Bei Bergisch Gladbach, okay. Ja, und da sind wir ziemlich schmal schon wieder angelangt. Ja, dann haben wir noch 2 Leute, die ich jetzt nicht auf der Liste habe. Einmal Sato. Sato kann ich gleich hier so eingeben. Ja, der beendet jetzt seine Karriere. Karriereende. Nach, wo wir ihn entlassen haben. Ja, oder seinen Vertrag aufgelöst haben. Oder sein Vertrag ablief, keine Ahnung. Ja, ist er gegangen? Ja. Ist, glaube ich, auch nicht kein Trauerfall. So, und dann habe ich noch der Padermann. Padermann ist der gleiche wie bei Sato. Er geht auch im Rente, ja, mit 22. Ja, er hätte noch bei uns noch spielen können, aber er wollte ja den Vertrag nicht, was ich ihm angeboten habe. Und daher kann er ruhig gehen. Schade eigentlich. Den hätte ich noch gerne behalten. Beziehungsweise zurückgeholt. Aber der wollte ja nicht. Also von daher. Okay. Aber das auch schon mal durchgegangen. Ja, wieso bist du jetzt auf 8 runtergegangen? Das weiß ich nicht. Egal. Ja, Zukunft. Können wir mal schauen. So. Was Sinn macht. Ich würde naja noch mal irgendwie Offensivspiele noch mal gucken. Irgendein Offensivspieler, was ein bisschen Power bringt. Und sonst, ja, Ersatz für Popov vielleicht noch mal gucken. Wir haben zwar Wegener. Ja, und den Ralle. Ja, so begeistert bin ich von den beiden ja auch nicht. Dann können wir vielleicht jemand von den zweiten hochholen. Ja, Wagner vielleicht. Na, Hasselmeier ist ein bisschen zu alt. Apropos, bevor ich das wieder vergesse, ne? Ich sollte hier ein bisschen gucken, ne? Über Training. Zweite. Gucke ich mir gleich am Montag an. Das sollte ich hier noch ein bisschen was umändern. Hat mir uns Pascal Lukas ja, geraten. Ich soll mir das ein bisschen mal angucken. Ein Training. Werde ich gleich mal machen. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Genau, offensive Mittelfeld. Vielleicht finden wir jetzt 1-2 Leute. Suchen realistisch. Zack, ich würde noch ein bisschen mehr auf 55 gehen. Und dann gucken wir mal, was wir so Schönes finden. Ja, es sind schon ein paar Leute, ne? So, machen wir uns mal hier nochmal. Ich möchte nur Offensiv-Mittelfeld, bitteschön, ja? Sehr gut. Wen haben wir da? Sind schon ein paar Leute. Na gut, ich möchte gerne aber recht junge Leute haben, die ich noch vielleicht aufbauen kann. Den Kreier vielleicht. Oder Karimani. Können wir uns mal angucken.
Die hätten vielleicht Interesse. Karimani, okay. Ja, der kann man gut überall einsetzen, ne? Grundstärke von 57. Ja, 4 Punkte. Ja. So schlecht ist er auch nicht. Ich kann nach RM, HS und Kreier. Oh. Oh, Kreier, was ist mit dir los? Ich glaube, Kreier, du bist unser Mann. Kreier, ich glaube, du bist unser Mann. So. Rocco. Wir können ihn auch immer scouten. Nein, lass uns mal ein Blickfeld aufnehmen. Jawohl. 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 Und dann vielleicht noch mal gucken. Vielleicht doch noch mal auf 50 gehen. Haben wir da jemand schon auf 10 rein zufällig? Ja, haben wir. Aber recht alt, alle. Recht alt seid ihr. So, Maximum 21. So. Luca Ernst wäre was von Victoria Hamburg. Das bist du, trainiert ungern, gelassen, schnell zufrieden. Du könntest wechseln. Gehalt 18.000. Okay. Dann vielleicht nochmal gucken. Hier ist Sebastian Klaas. Defensives Mittelfeldspieler. Mikkel. Und Mikkel. Fürstenwalde. 18 Jahre jung. Könnte man gut noch ausbauen, aber 40 kalt. Nee. In Italiener. Amadio. Ja. Recht jung. Können wir auch einmal scouten lassen, einmal im Blickfeld. Dann würde ich mal sagen, einmal im Blickfeld mal gucken. Ah, habe ich ja hier. Euch lösche ich wieder. Ihr wart bloß für mich eine Hilfe. So. Ja, und dann schauen wir mal. Genau. Jetzt glaube ich, irgendjemand verklickt, wa? Den Sebastian Greier. Den muss ich nochmal hinzufügen. Greier Sebastian. So, du kannst einmal im Blickfeld bitte aufgenommen werden. So. Ja, gut. Dann schauen wir mal, was die Woche so bringt. Ja, gegen Wunsdorf geht's ran. Ich will und möchte eigentlich gar nicht die Aufstellung wechseln. Die haben recht gute Arbeit geleistet. Von daher schauen wir mal. Ich würde mal jetzt eine Runde golfen. Nee, darf ich nicht. Und wir haben zwei Nachrichten. Gucken wir uns mal an. Nein, Leute. Keine Panik. Ach, Leute. Ich wollte. Ach. Alles gut. Kein Stress. So. Juni, genau. Gut, dann geht's rein in die Woche. Wir sehen uns am 23.03. uns wieder. Erste FC Wunsdorf gegen FC Mecklenburg-Schwerin. Und wir spielen im Kauflandstadion. Ja, da passen 2000 rein, Zuschauer. Ja, und 1065 Zuschauer werden erwartet, genau. Ja, Hinspiel haben wir verloren mit 6-1. Ja. Ich hoffe, diesmal gewinnen wir. Aber schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ist kein Top-Spiel. Schade. Sie sind auch nicht mal hier irgendwo drin, ne? Wird wohl diese Saison auch nicht passieren. 18 Nachrichten haben wir. Jojojojo. Und eine wichtige. Na gut, dann gucken wir uns mal an. Wachsmut. Wir fangen unten an. Wachsmut hat Trainingsziel erreicht. Zweikampf. Ja, können wir ein bisschen weiter nach unten machen. Robustheit kann ich jetzt ein bisschen... Robustheit, dankeschön. Vielen Dank. Hallo, Robustheit. Nach oben, danke. Vielen Dank für die Blumen. Vogt ist wieder fit. Sehr schön. Mewis auch. Ich habe mich schon wieder verletzt. Ja, 6 Tage aus Gefecht. Wegen Knöchelprellung. Na gut. Witkowski hat Trainingsziel erreicht. Ja, nochmal zu mich, zu mir. Ich kann eigentlich wieder in Rente gehen eigentlich. Ne? Ich brauche eigentlich keinen Spielertrainer mehr sein. Ja, Witkowski hat Trainingsziel erreicht. Schnelligkeit ist in Ordnung. Mache ich ein bisschen weiter zurück. Das ist uninteressant. Können wir gucken, wie die Ausdauer ist bei denen. 52 ist in Ordnung. Können wir so lassen. Robustheit vielleicht noch. Ja, können wir so eigentlich lassen. Reinmann passt. Also fällt aus für 4 Tage. Breitenbach hat einen Zehenbruch erlitten, fällt 4 Wochen aus. Uiuiui. Marc, was ist mit dir los? Oh, Trainingsziel erreicht. Das ist sehr gut. Oh. Sogar mehr. Ja, sehr schön. Mann gegen Mann. Hast du eigentlich auch so gut wie fertig? Wenn wir ein bisschen Fangsicherheit ein bisschen üben. Jo. Balance vielleicht mal gucken. Ich weiß nicht, braucht man Balance? Sprungkraft. Ja, Sprungkraft, ne? Das brauchen wir, glaube ich. Aber Reflexe. Stellungsspiel mache ich mal weg. Dafür kann er ein bisschen Sprungkraft bisschen üben. Und ich sage mal, ja, passt schon so. So. Fangen. Flugparaden kann man ein bisschen weiter nach unten machen. Okay. Mephis fällt aus. Ich dachte, du bist wieder fit. Hallo, was ist mit dir los? Na gut. Wenn krank, dann krank, ne? Scouting ist abgeschlossen, sehr gut. Ist jetzt auf 10. Ja, gucken wir uns gleich mal alles mal an. Ja, heute würde eine XXXXL-Folge, oder? Felix, er hat Trainingsziel erreicht. Sehr gut. Gucken wir uns auch mal an. Na, Maus. Oh, nicht so viel. So. Das kann er eigentlich ein bisschen weiter. Vielleicht ein bisschen Schuss. Schnelligkeit ist eigentlich erstmal unwichtig. Ja. So passt er schon. Delucha, drängt sich auf. Mhm. Ja, schauen wir mal. Thomann ist wieder fit. Reimann auch. Ja, super. Können wir alles einmal löschen. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal die Taktik an. Wie schon gesagt, ich möchte gar nichts großartig ändern. Bevor wir die Taktik angucken, gucken wir die Teamdynamik mal an. Wir könnten ja mal mit alle mal wieder mal ein bisschen reden. Wir fangen unten an. Hast gut trainiert. Marc Schnielen, gut trainiert. Kevin.
gleiche in grün. Du kannst ein bisschen mehr körperlich stärker werden. Maya ist gut trainiert. Willen gut trainiert. Alle haben ein bisschen loben. Habt ihr alle gut gemacht. Sag hier. Ja, sehr gut. Vogt. Glaube ich, jetzt habe ich alle, ne? Nee. Oh Mann. Gut trainiert. Sehr gut. Sehr gut. Habt ihr gut gemacht? Gerade sagen, bisschen B so gerade. Alles gut. Alles gut. Taktik. Wie schon gesagt, an die Aufstellung möchte ich gar nichts großartig ändern. Die Jungs haben im letzten Spiel richtig, ja, gute Leistung gebracht. Nicht Laufwege möchte ich auch nicht. Großartig Lauf. Laumann bewacht ihn hier. Harada bewacht ihn hier. Und Hutzik. Wie man ihn auch immer ausspricht, bekommt eine Sonderbewachung. Meiste Tore vorbereitet. Ja, wir können mal gucken, ob Popov auf ihn aufpasst oder auf ihn. Na, mal gucken. Ja, passt. Ja, gucken wir uns mal die Liga nochmal an. Ja. Wo ist eigentlich die hier? Wusow. Ah, guck mal einen an. Ja, wir müssen punkten, ne? Wäre nicht schlecht. Wäre nicht schlecht. Einmal kurz was für die Nerven gleich tun. Pass auf. Kannst einmal Blickfeld beobachten. Was hältst du davon? Blickfeld. Ah, ihr seid schon alles auf 10. Na gut, dann machst du anders. Mach mal Jugend. So, dann geht's los. Gut. Darf ich nicht. Nee, nee, dann geht's rein. Ja, ich spiele unser Auswärtstrikot natürlich. Ja, sieht man zwar nicht mehr so deutlich, aber dann ist das so. Ja, wir sind einigermaßen punktgleich. Na, etwas besser in Form, aber das hat ja überhaupt nichts zu sagen. Wir werden heute nicht verlieren. Wir holen mindestens einen Unentschieden. Ja, ne? Mindestens einen Unentschieden. Ein Punkt. Leute, zack, zack. Macht euch warm. Und dann geht's los. Dann geht's los. Ja, ein Punkt wäre nicht schlecht. Aber 90 Minuten sind lang. Ja, schauen wir mal. Meistens sind wir immer stark am Anfang und dann lassen wir immer ordentlich nach. Das darf in der Zukunft nicht passieren. Ja, die Aufstellung haben wir gerade gesehen. 4-5-1. Seitens Wunsdorf. Oh. Die erste gelbe Karte. Ui, Voss. Macht da keinen Mist. Willen holt sich den Ball sehr gut. Da ist wieder Willen. Sehr gut. Eiberger. Ioni. 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 Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie schon gesagt, ich bin so von ihm begeistert. Er sieht, schießt, ja, und trifft, wollte ich fast sagen. Nee,
Aber richtig, richtig gut, der Junge. Ist gar kein Fehleinkauf gewesen. Laumann holt den Ball. Ja. Oh, Ioni kommt doch noch ran. Ioni. Ui. Freistoß, 9. Minute. Oh, in den Händen vom Torwart. Wallah Kari. Okay. Will steht sicher, holt sich immer den Ball. Ioni. Freistoß. Rohr bekommt durch diese Aktion die gelbe Karte. Jo, Ecke. In der 13. Minute. Oh, die nächste Ecke. Oh, sehr gut. Sotke. Auswärtssieg. Jo, ich hoff's, ich hoff's. Aber. Marc, schöne Parade, sehr gut. Zottke, mit dem Kopf erstmal raus. Macht nichts, alles gut. Voss, Michalski, Ioni, Ioni, Ioni. Ja, schießt, Tor, Tor, Leute, Ioni. Ich sag ja, der Mann ist Gold wert. Der Mann ist so Gold wert. Sehr schön. 1-0. 1-0. In der 22. Minute. Was? Ioni wieder. Sieht Michalski. Michalski. Ja, Freistoßgelegenheit. Nicht schlecht. Michalski? Ja, Eiberger. Popov. Ja, 28. Minute. Alles gut. Ja, wir sind ein bisschen mehr im Ballbesitz. 54%. Ja, noch sind wir auf dem 14. Alles gut. Willen holt sich den Ball irgendwie zurück. Aber das war's dann auch. Ui. Ui. Ui, nicht so gut. Was sehe ich da? Wir sind auf dem 13. Na, welche? Willen. Ja, macht er gut, immer schön stören. Marc holt sich den Ball. Er holt sich den Ball. Ja, es sollte nach Ioni, aber das war ein bisschen zu steil. Oh nein. Ah, schade. Willen, sehr gut, macht er gut. Michalski fällt hin. Harada. Was macht Harada da? Marc. Das sah ein bisschen schlecht aus gerade. Rohr. Marc holt sich den Ball sehr gut. Ja, noch auf dem 14. Juni. Halbzeit. Schade. Ja, Voss muss raus. Witkowski.
sonst sieht das gut aus. Wir sind im Soll. Sehe ich genauso. Wir sind im Soll. Ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Gucken wir uns mal an. Juni. Motiviere ich. Verteidigung Sotke. Motiviere ich. Willen macht ein gutes Spiel. Mark macht ein gutes Spiel. Und Eiberger motiviere ich auch ein bisschen. So, Massage bekommt. Willen, Popov, Harada. Bin ich einverstanden. So, haben wir das erledigt. Halbzeitgespräch erledigt. Einmal ausgewechselt haben wir. Gut. Los geht's. Rein in die zweite Halbzeit. Michalski. Was macht Michalski? Könnte abgeben. Könnte abgeben. Gibt auch. Aber Ioni. Ioni. Schießt. Das zweite Tor. Jawohl. Oh, cool. 2-1. Ich sag ja, der Mann ist Gold wert. Kein Stress, Leute. Ich sag mal jetzt mal folgendes. Taktik. Mal vorsichtig. Vorsichtig zurück mit euch. Sehr gut. Rohr hat die gelbe Karte jetzt und dadurch auch gelb-rot. Ja, cool. Ein Mann weniger bei Wunsdorf. Das heißt für Michalski, dass er jetzt schöne Tore schießen kann. Ioni gibt über schon eine gute Vorlage jetzt. Ja, Witkowski. Ja, nicht schlecht. Witkowski gibt ab zu Ioni drin. Habe ich schon gesagt, dass er Gold wert ist? Sehr gut. Juni. Nächste. Witkowski holt sich den Ball wieder zurück durch diese Aktion. Michalski. Michalski schießt. Aber daneben. Oh. So. Ein paar Minuten lasse ich noch laufen. Dann wechsle ich nochmal aus. Sehr gut. Wilden macht ein gutes Spiel. Sotke. Ah. Mark. Guter Junge. Laumann. Nein. Oh. Sauber. Witkowski. Harada holt sich den Ball. Super, Witkowski. Frontin. So. Ich möchte noch einmal auswechseln. Und zwar, Michalski kann mal raus. Den werde ich jetzt ein bisschen schonen. Oder Ioni. Ich würde sagen, mal Ioni. Das ist ein guter Jung. Den brauchen wir nächste. Gegen Lübeck brauchen wir ihn. Tja. Jetzt ist die Frage: Popov. Nein. Aber wie Gorgov. Weiß nicht, Willen oder Sotke? Mach mal Sotke. Und sag ich mal so. Michalski und Fonten noch was? Ich weiß, sein Name spreche ich hundertprozentig verkehrt aus.
Machen wir Anweisung. Schon vorsichtig. Ich möchte nicht, dass du so soll. Ich möchte, dass du ob ich schon vorsichtig rangehst. Sich ein wenig schon. So. Die Fans wollen noch ein Tor sehen. Willen. Sehr gut. Juni. Michalski. Hat eine Menge Platz. Hat eine Menge Platz. Schießt. Nicht schlecht. Da, wir sind auf dem 13. Gut. Wunsdorf wechselt auch aus. Dann werden wir mal gucken, ob das für uns relevant ist. Ja, Harada. Harada. Ah, die defensiven Mittelfeldspieler, okay. Der ist raus. Gut. Sakir. Sakir gibt ab zu Michalski. Sakir. Michalski. Freistoßgelegenheit in der 76. Minute. Aufgaben. Popov bin ich leider ein bisschen mehr zu fragen, ne? Ein bisschen. Auch wenn Punkten her die beiden besser sind. Popov ist eigentlich. An ihn kommt so keiner eigentlich ran, ne? So. 77. Minute. Koko, sehr schön. Eiberger haut den Ball raus. Michalski. Zack hier. Freistoß. Genau, genau. Fronten, Sakir, Sakir, hat eine Menge Platz, hat eine Menge Platz, schießt, aber vorbei. Wiederholung brauchen wir uns nicht angucken. Ba, ba, bam, bum. Wir dürfen das jetzt nicht. Ah, die. Ah. Die gehen jetzt offensiv, defensiv ran, okay. Defensive Formation. Sakir. Da ist der Kaya schon. Willen. Macht er gut, Harada. Zack hier. Ich halte die. Halzenberg bekommt die gelbe Karte. Fronten. Gibt ab zu Zack hier. Ah, warum versucht er nicht? Harada. Eiberger. Michalski schießt ins Tor. Sehr gut. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das ist gut für die Moral. Für sein Ego. Zack hier. Kann das gleich auch normal machen. Schießt. Aber vorbei. 4 Minuten nach Spielzeit. 4-1. Ja, was wir im Grunde, ja, wir bekommen haben, das ist die Retourkutsche. Ja, 6-1 war das, ne? Ja, Juni, 3, ein Dreierpack und Michalski. Ja, cool, echt coole Sache. 8 Schüsse aufs Tor, nicht schlecht, nicht schlecht.
guck gerade auf die Uhr. Uiuiui, das wird ja eine mega, mega große Folge heute. Willen, Ioni, Michalski, 1,5, Witkowski, Mitten 2. Ja, cool. Das ist sogar mehr als cool. Ja, wir sind jetzt auf dem 13. Platz gelandet. Ja, weg von unten, weg von unten. Zwei, vier Punkten ohne Unterschied nach unten, aber Moral ist da. Alles gut. Gucken wir mal. Zweiter von HSV gewinnt 4-0. 3-0. Oh, Lübeck gewinnt gegen Flensburg. Ja, das ist unser genetische Gegner. Ich glaube, da kriegen wir ein bisschen Hucke voll. Guck mal, ich gehe einmal bloß ganz grob durch. Leverkusen 5-3 gewinnt. Okay. Werder Bremen gewinnt 4-0 gegen Hannover 96. Oh, Bayern verliert. Na. Zweite Liga. Rostock verliert. Ah, nicht gut. Nicht gut. Dritte Liga. 5-0 und Raching. Ui. Na, cool. So, wenn nicht einer nicht dabei ist. Ioni ist dabei. Das ist sehr gut. Das freut mich. Willen ist auch dabei. Sehr gut. Ja, coole Sache. Beste Spieler. Felix ist dabei. Sehr schön. Marc. Ja. Geile Sache. Der BSV Schwarz-Weiß Reden hat das Kunststück fertiggebracht, seit mittlerweile 5 Spieltage auf dem 9. Platz zu verweilen. Ja, riskante Ansprache war das, aber wir haben gewonnen. Vorstand fand es auch recht zufrieden. Sechs Nachrichten, gucken wir uns mal an. Mavis ist wieder fit, das ist sehr schön. Ein Kandidat, weil er ja eine Quiz-Show kündigt, war der erste Frage an, seinen Lieblingsclub mit 10% an der Gewinnchance zu beteiligen. Oh, 10.000. Ja, cool, danke. Vielen Dank. Ja, riskante Ansprache war erfolgreich, Gott sei Dank. Natürlich kann ich es euch nicht mehr loben, aber sehr gut. Oh, guck mal da, der Philipp. Hat eine neue Erfahrungsstufe. Ja, cool. Freut mich. Ja, und die zweite verliert, ne? Ja, Frische, das ist alles gut. Pascal, warum auch immer. Ich kann mal Training genommen angucken. Guck mal da. Vielleicht muss ich mal ein bisschen auf mehr auf Regeneration gehen, auf Frische. Aber sonst war das alles erfolgreich gewesen. Ich würde mal sagen, ein bisschen golfen. Und dann geht's rein in die nächste Woche. Kann ich nicht golfen. Was sagt die Uhrzeit? Ja, alles gut. Ja, wir sehen uns am nächsten Spieltag uns wieder. Sprich am 30.03. Ja, da geht's gegen Lübeck. Uiuiui, mein Spiel. Haben ein bisschen Vorteil, aber schauen wir mal. So. FC Mecklenburg Schwerin gegen VfB Lübeck. Tja, wir spielen zu Hause. 806 Zuschauer werden erwartet. Ja. Hinspiel haben wir verloren und mein Stuhl knarrt hier. Ja, ich hoffe, die Jungs knarren heute auch nicht. Schauen wir uns mal die ganze Geschichte jetzt an. Ich bin wieder fit, das ist sehr schön. Fabian hat sich den Kiefer ausgerenkt, ist aber wieder fit. Kann man da schon mal wegmachen. Mau hat Trainingsziel erreicht, das ist sehr gut. Gucken wir uns auch mal an. Schusskraft. Ja, kann man ein bisschen erhöhen. Kann man ein bisschen weiter nach unten machen. Das ist unwichtig. Können wir mal gucken, wie die Ausdauer ist bei ihnen. 32.
Ja. Können wir die Schnelligkeit mal wegmachen. Dafür die Ausdauer mal rein. Simon hat auch das Trainingsziel erreicht. Ja, nicht ganz. Ja, nicht ganz, Kumpel. Gucken wir uns auch ein bisschen was an hier. Ausdauer 21, glaube ich, das ist wichtiger. Kopfball ist eigentlich unwichtig. Machen wir ein bisschen Ausdauer. So. Zack, Toms überzeugt im Training. Ja, das freut mich. So. Gucken wir uns gleich. Ja. Gleich das Spiel mal an. Bin ich mal echt gespannt. Ich will hier nichts gerade erinnern. Laumann bewacht Löffler. Löffler, genau. Harada bewacht Ramadani. Richter bekommt von mir eine Sonderbewachung. Das hat ja letztes Mal gut geklappt. Und Popov bewacht den Isitan. So. Kann ich mit euch reden? Ja, darf ich. Dann gucken wir mal, wie wir das jetzt regeln. Eiberger können wir mal sagen, pass mal auf. Brauchte ich heute in Topform. Sehr schön. Popov bitte auch in Topform. Sehr schön. Willen auch in Topform. Ja, oder ein großes Lob. Ich sage ein großes Lob. Ja, siehst du mal, Laumann. Möchte ich heute auch in Topform sehen. Ja, das war klar. Marc kann ich noch mal loben. Hast gut trainiert. Sehr gut. Voss, pass mal auf, du hast gut trainiert. Juni, sehr großes Lob, ne? Echt, ne? Danke, danke. Danke. So. Michalski, kriegst ein großes Lob von mir. Ja, danke. Ja, ich möchte. Harada. Ja, wir müssen heute echt alles zeigen, ne? Alle Trümpfe ausfahren. Gegen Lübeck. Das wird, glaube ich, kein leichtes Spiel. Haben wir jetzt eigentlich alle? Ich mache das immer ge lieber gerne hier so. Aber ich habe alle mit allen gesprochen. Ich habe keine Gespräche mehr frei. Gut. Golfen darf ich? Jawohl, sehr schön. Kann mit den Frauen ein bisschen essen. Geld ausgeben? Nee, darf ich nicht. Aber, denn geht los. Rein im Spiel gegen Lübeck. Da erwarte ich ein Unentschieden. Ja, können wir so lassen. Gebt euer Bestes. Ein Remis schaffen wir auf jeden Fall. Kämpft um jeden Ball. Oh Gott, gegen Lübeck, ne? Ja, wir haben ein bisschen Vorteile. Wir sind zu Hause. Wir kennen unseren Platz. Jo. Bin ich echt gespannt. Gegen Lübeck. Wird nicht leicht werden. Aber schauen wir mal. Guck mal, die sind noch viel besser in Form. Ja. Wir haben noch nie gegen Lübeck gewonnen, ja. Ja, verloren.
Oha. Lübeck hat seit 5 Spielen nicht mehr verloren. Vielleicht heute? Man weiß es nicht. Ja, auf die Richter müssen wir aufpassen. Vielleicht bekommt er die Sonderbewachung. Ja, Aufstellung haben wir eben gerade gesehen. Juni. Michalski schon am Ball schießt. Ui, Pfosten! Habt ihr das gesehen? Ui. Sehr gut. Juni, Juni. Eiberger gibt ab zu Michalski. Und verliert das Bällchen. Jo, das sieht wie ein Einwurf aus. Jawohl. Wir sind bis jetzt noch ein bisschen mehr im Ballbesitz, aber... Oh. Könnte man schon die gelbe Karte zeigen? Zotke macht das gut. Popov. Richter. Zotke. Zotke. Oh, Laumann. Sehr gute Abwehr. Ah, Marc. Unser letzter Mann. Ist da. Sehr gut. Eiberger. Michalski kommt nicht ran. Schade. Isidan. Ramadani. Ui, Leute, ruhig Blut, ruhig Blut. Kein Stress. Einwurf, 18. Minute. Sotke ist da. Köpft den Ball erstmal raus. Aus der Gefahrenzone. Sehr gut. Fontin. Abseits. Sonst sehr gut. Naja. Michalski. Sollte nach Ioni. Ioni. Oh, sehr gut. Ich mag den Mann. Ich mag den Mann. Gibt ab zu Michalski drin. Ich mag den Mann. Der hat einen sehr guten Überblick. Sehr gut. Laumann. Löffler bekommt die gelbe Karte. Michalski. Michalski. Könnte er nicht eigentlich die... so ein Elfmeter sein? Sotke. Ja. Sehr gut. Ja, Abwehr ist da. Steht zur Stelle, Zotke. Michalski. Ja. Fällt über seine Beine. Eiberger. Michalski, Ioni. Sehr gut. Beide gut gemacht. Ioni. Ah. Ja. Knapp 9 Minuten, 8 Minuten noch zu spielen. Plus nach Spielzeit. Zotke, Popov. Jawohl, Ioni. Michalski. Ah, er fällt hin. Könnte abgeben. Macht auch. Ja! Ioni. Da kannst du besser. Lübeck ein bisschen besser noch, ne? Ballbesitz. Ist öfters am Ball. Wir lassen ein bisschen nach. Zeit, dass die Pause so langsam kommt. Oh, Willen, das sah ein bisschen schlecht aus. Aber Marc holt sich den Ball zurück. Sehr gut.
will Michalski. Michalski gibt es aus Ironie, aber leider ein Abseits. Ja, gar keine Frage. Ironie. Michalski schießt ins Tor. Ja, geil. Oh, schön. Schön. Ironie. Macht das sehr gut. Der freut sich. Sehr schön. Ja. Michalski. Schöne zwei Tore. Ja. Bin ich recht zufrieden. So haben wir uns das vorgestellt. So und nicht anders. So. Ironie kriegt von mir ein Lob. Michalski kriegt von mir ein Lob. Ja, Verteidigung kriegt von mir ein Lob. Laumann. Zotke und Willen. Die machen echt gute Arbeit da hinten. Hab da heute nichts großartig auszusetzen. Willen, Laumann, Zotke. Als Dank bekommt sie auch eine Massage. Sehr gut. Macht die echt gut. Macht die echt gut. Sehr schön. Echt, das freut mich. 2-0. Wir dürfen das jetzt bloß nicht aus der Hand geben. Wir können ein bisschen vorsichtig hier rangehen jetzt. Am liebsten Zeitspiel. Aber das könnte uns das Knick brechen. Sehr schön, Eiberger. Michalski. Und Popov. Haut den Ball erstmal raus. Sehr gut. Voss. Willen. Voss, lange Ball auf Ironi. Ja, Michalski könnte rankommen. Könnte rankommen. Aber nur könnte. Ja. Aber sehr gut, sehr gut. Führung ausgebaut hier. Wie schon gesagt, wir dürfen das jetzt nicht aus der Hand geben. Laumann. Du hast keinen Elfmeter. Sehr gut, Leute. Es zappelt im Tor bei uns. Nicht gut, Leute. Reißt euch zusammen. Ironi, du kriegst es schon hin. Wir dürfen das nicht außen Hand geben, diesen Sieg. Isitan. Und nein, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Marc, was soll das denn? Was war das denn für eine Aktion? Eiberger. Zotke. Fonten. Voss. Uiuiuiuiuiui. Abseits. Gott sei Dank. Jetzt müssen wir uns ein bisschen sortieren. Ein paar neue Leute reinbringen. Wir können Korkov reinholen. Wäre vielleicht eine gute Variante. Könnte er defensiv ein bisschen rangehen jetzt. Dass wir Eiberger nach unten holen und dafür Eckert her. Korgo.
Ich möchte gerne eher ein bisschen defensiv jetzt rangehen. Den möchte ich noch nicht holen. Eckerte. Für wen? Für Eiberger. Eiberger. So. Mach ich so. Lass ich so. Laufwege nochmal gucken. Mach ich so. Und so. Mach ich einen Teamvergleich. Guck mal auf Eckert her. Ist sie Richter, bekommt jetzt eine Bewachung. Diesen Sieg dürfen wir nicht aus den Händen geben. Eckert her. Eiberger, sehr gutes Spiel gehabt. Gemacht heute. Oh Gott. Oh Gott. Marc. 20 Minuten noch zu spielen. Voss. Ich Husky. Sehr gut. Ioni. Laumann. Jetzt fehlt Laumann hinten. Alles gut. Macht nichts. Die gelbe Karte für Harada. Ist alles in Ordnung. Immer schön stören. Isitan. Voss könnte rangehen. Macht er. Alles gut. Ioni. Michalski. Willen. Jetzt noch einmal Kokov reinholen. Für... Ja. Willen. Ein paar Minuten lasse ich noch. Ist sie dran? Nein. Was war das? Abseits? Ich habe das jetzt nicht irgendwie gerade verstanden. Okay. Popov. Neun Minuten noch. Zu viel Auswechslung gerade. Einmal Vergleich. Machen, was wir machen müssen. Heißt, er bekommt eine Bewachung. Harada macht da. Popov bewacht ihn. Und so langsam können wir auch Zeitspiel anmachen. Sicher. Bisschen vorsichtig zurück. Genau. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Immer raus. Ioni hat Platz. Sehr gut. Michalski schießt. Könnte nochmal rankommen. Nee, schafft er nicht mehr. Schade. Eckerte. Macht gut. Michalski schießt. Sehr gut. Ioni. Ioni möchte noch ein Tor und er kriegt's. Sehr gut. Sehr gut. Da trinke ich einen Schluck. Geil. Das läuft, Leute. Schwerin macht das. Sehr gut. Ja, erfolgreiche Pässe bei uns. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Wir sind auf dem 13. Platz. Wer hätte das gedacht? Dass wir jetzt noch... einen Freistoß. Oh je, Voss. Dass wir... Abseits. Dass wir auf dem 13. Platz echt landen. Also ich hätte es nicht gedacht. Anfang der Saison, Mitte der Saison, so waren wir ganz unten. Ja, 3-1 gewonnen gegen Lübeck. Ich fasse es nicht. Zwei von Michalski, ein Tor von Ioni. Richtig cool. Ja, 13. Platz. Echt gut. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut.
Leute, ich gebe ein Essen aus. Ioni, 1,5, sehr gut. Zotke, 1,5, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gucken wir uns mal die Ergebnisse an. 4-0, Altona, sehr gut. Hannover, ui. Ui. Was ist mit denen los? Ja, gut für uns, gut für uns. 4 Punkte hinter uns ist Flensburg. Gucken wir uns die Bundesliga an. Ich zirkle jetzt einfach nur mal rum. Ja, cool. Nicht schlecht, Ioni Ioni ist dabei. Zotke ist dabei. Ja. Sehr gut. Nominiert ist, war auch Marc. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Felix, 2. 16 Tore. Ich glaube, Torschützenkönig wird er nicht. Aber 16 Tore. Und guck mal, Ioni, ne? 7 Tore. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Macht pro Spiel, ja, immer ein Tor. Ja. Der Mann ist echt Gold wert. Und bereitet auch viele Plätze, Tore vor. Hamburg hat zum ersten Mal in der Saison die Abstiegsplätze verlassen. Ja, Glückwunsch an Hamburg. Oh, Leute. Die zweite Mannschaft verliert wieder. Darf doch nicht wahr sein. Und der Vorstand ist zufrieden. Freut mich. Ich bin auch selbst zufrieden. Jugendspieler wird mir angeboten. Gucken wir uns mal an. Ioni. Ioni. Mach keinen Mist. Oberschenkelzerrung. Mach keinen Mist. Ich doch. Voss. Damit kann ich leben. Laumann. Ah. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Christopher da mitnehmen. Wir haben ja. Nee, 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 das bringt nichts. Nehmen wir ihn mit. Ja. Oh Mann. Das ist, hört ja gar nicht gut an. Gucken wir uns an. Laumann, 10 Prellung. Ah, 5 Tage fällt aus. Ioni, 4 Tage fällt er aus. Oberschenkelzerrung. 6-0 gegen Brandenburger Süd. Verliert die zweite. Ja. Ja. Ioni. Ioni, Ioni. Unser. Ja. Können wir ihnen eigentlich, pass auf, Ioni, pass auf. Ich möchte von dir Transferstatus ändern. Eigentlich hierfür unverkäuflich. Wenn denn für ganz teures Geld, möchte ich dich am liebsten gar nicht abgeben, ne? Bis 21 bleibt er bei uns. 2 Jahre. Wie jung ist er denn? 28. Ja. Sehr, 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 sehr gut. Bitte überprüfen Sie die Nachrichten. Ach so. Okay, eine Stürmer. 15. Und den soll ich jetzt blind kaufen. Ja, das lasse ich jetzt euch. Wollen wir ihn kaufen? Wollen wir nicht kaufen? Wollen wir... Ja... Blickfeld aufnehmen, kann man ja machen. Ja, schauen wir mal. Ja, was meint ihr? Das können wir uns in der nächsten Folge uns angucken. Ja, die Folge dauert, oder die Aufnahme ist 1 Stunde und 15 Minuten. Wow. Ja, habe ich gleich Spaß am Schneiden. Ja. Ich hoffe, euch hat diese Folge, diese XXXXL-Folge gefallen. Ja, 100 Folgen.
Ja, sind jetzt vorüber. Ja, die nächsten 100 Folgen kommen vielleicht. Man weiß es nicht, wie lange Schwerin mich behalten möchte. Was sagen die Fans? Was sagen die Fans? Unsere jungen Spieler bekommen zu wenig Praxis. Sehe ich nicht so. Wir haben so viele Spieler, die zwar Geld kosten, aber nichts leisten. Ja. Wir werden ausmisten, Thomas. Meine Mutter war beim letzten Spiel das letzte Mal dabei und total begeistert. Ihr habt einen Fan mehr. Oh, danke, Martin. Unsere neuen Spieler dürfen nicht müde werden und auch keine Fehler begehen. Machen sie nicht, Thomas. Die Fans wollen ein Unentschieden beim nächsten Spiel gegen die zweite von Hannover. Ich möchte einen Sieg haben. Was hältst du davon? So. Darf ich jetzt noch eine Runde golfen? Kriegen wir das hin? Jawohl. So. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich würde mich für einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich für einen Kommentar freuen. Und wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. So. Ich bin jetzt wie weg. Und tschüssi.